Attention Pioneer, the following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit Pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized.
Planetfall complete. Please ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planetfall. Congratulations. Note, objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. First objective, please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Note, Fixit Incorporated is cost-effective and efficient. We do not waste. So, das war ja schon mal der erste Mega-Fail. Erstmal dicke Begrüßung reingelabert hier und Mikrofon noch stumm geschaltet gewesen. Also nochmal ganz kurz herzlich willkommen im heutigen Stream. Wir spielen Satisfactory. Für die Leute, die das auf YouTube sehen, ich nehme das Spiel parallel auf, wenn das Ganze funktioniert, und lade das dann hinterher auch hoch. Das Ganze soll dann kommen in 20 oder 25-minütigen Folgen. Ohne Begrüßung, ohne Tüdelüt. Und ich hoffe mal, das klappt soweit. Und ja, wir gucken uns das Spiel heute mal zusammen an. Ich bin blutjunger Anfänger da. Ich habe nur einmal eine Testbett erstellt, um mal hier so ein bisschen rumzulaufen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach, springen direkt rein. Ich spiele das Spiel auf Deutsch. Das macht es mir ein bisschen einfacher, da ich Englisch, das, was das angeht, nicht so hundertprozentig mächtig bin, und ich denke mal, für den Einstieg ist das Ganze auch ganz gut. So, wir sollen das ganze Ding hier erstmal abbauen. Linken Mausbutton gedrückt halten und dann haben wir das Ganze schon mal weg hier. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note. According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. So, während unsere kleine Computerstimme uns da immer zwischenlabert, werde ich den Schnabel halten. Ich glaube, das ist am einfachsten, weil da wird wahrscheinlich noch einiges an Text auf uns drauf zukommen. Aber ich denke mal, das ist okay. So, Tab-Taste öffnen um das Inventar, und ich ziehe das Ding mal einfach hier in die Hand. Das ist so ein kleiner Elektroschocker. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. So, also Eisen sollen wir als nächstes suchen. Ich denke mal, das werden wir auch direkt mal machen. Wir werden uns mal noch nicht großartig umgucken. Mal schauen. So, wir haben da was in 310 Meter, 300, 500. Ja, dann gehen wir da mal hin. Ich werde mal kurz das hier in die Options gucken. Das machen wir mal weg. So, da können wir nämlich die ganze Zeit sprinten. Blätter einsammeln, soweit ich das weiß, ist das hinterher für Generatoren gedacht. Das könnte wehtun, da runter zu springen. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification.
So, dann gucken wir uns hier einfach noch mal ein bisschen um. Okay, da scheint auch schon unser erstes Eisen zu sein. Und dies Vieh sieht so aus, als ob es uns ans Leder will. So, das ist Eisenerz hier. Ja, okay. Also wir haben hier zwei Eisenvorkommen schon mal. Was gar nicht mal so schlecht ist. Wir gehen mal nochmal erstmal nach oben, gucken uns da mal um. Vielleicht können wir uns einen kleinen Überblick verschaffen. Also wir haben hier auf jeden Fall zwei Eisenvorkommen. Jetzt sollen wir mal gucken, was ist das da? Ist das was? Das ist Kalk. Okay, also wir haben Eisen hier und wir haben Kalk.